von den Zeichen im Johannesevangelium, liebe Schwestern und Brüder, läuft alles vom Beginn des ersten Zeichens bei der Hochzeit zu Kana auf dieses Zeichen zu, das Jesus an seinem Freund Lazarus vollbringt. Dieses Zeichen ist notwendig, damit die Jünger endlich verstehen, damit sie sehen, das, was wir gestern schon im Abschnitt vorher gelesen haben. Es gibt keine Differenz zwischen Wort und Tun, Jesus. Denn Jesu Wort ist sein Tun. Jesu Wort ist Wort Gottes in Gestalt. Was er sagt, dieses Wort bewirkt, was es aussagt. Und das wird am deutlichsten im Verhältnis zum Tod, jenem letzten großen Kerker, der die Menschheit gefangen hält. All die Auseinandersetzungen, die Jesus geführt hat, die ihn sich zurückziehen lassen, jenseits des Jordan, wie wir gestern hörten, sind Vorbereitung dessen, was hier geschieht. Dieses letzte Zeichen ist die große Vorbereitung auf das, was wir zu feiern uns anschicken in der kommenden Woche. Die Auferstehung Jesu, die will er in diesem Zeichen an seinem Freund Lazarus vorbereiten. Wir nehmen das alles als so selbstverständlich hin. Wir spüren vielleicht viel zu wenig diese Erschütterung, die Jesus selber hier spürt. Denn er weint nicht nur über seinen Freund, er weint über die ganze Menschheit, die diesen Weg unweigerlich geht. Den Weg des Sterbens, des Krankseins, des Todes, der Verwesung, des üblen Geruches und irgendwo in einer Grube zu verschimmeln. Davon ist er erschüttert. Es ist der selbstgewählte Weg der Menschheit, weit weg von Gott. Aber es ist wichtig, dass wir neu verstehen, dass Jesus einen neuen Weg zeigt, den er selber geht und zu gehen bereit ist, wie wir zum Vater, wie wir zu Gott zurückfinden können. Deshalb wirkt er dieses Zeichen. Und deshalb ist es gut, dass wir diese wunderbare ostkirchliche Tradition zumindest in zwei Lesejahren halten können, wo dieses Evangelium nicht am Sonntag, am fünften Fastensonntag verkündet wird, sondern, wie es der Abfolge des Johannesevangeliums entspricht, am Samstag vor Palmsonntag, wo es eigentlich den rechten Platz hat. Heimholung des Menschen. Heimkehr des schon verwesenden Menschen, der, wenn er sich selbst überlassen bleibt, der Krankheit, dem Tod, der Verwesung verfallen ist. Die Erschütterung Jesu, deren Zeugen wir heute und in der kommenden Woche sind, ist für uns Leben, wenn wir sein Wort annehmen und uns nach ihm richten.